Nee. Also ich frage mich auch, warum man Brennnesseltee trinken sollte, aber. Ist also, gesund. Weil, also lecker ist das ja, also ich, ist das, schmeckt das? Ist das so ein geschmacklichen Vorteil, dass man den trinkt, oder ist das nur so. Okay, Gegenfrage. Warum macht man Kaffee aus Affenschweife? Gegenfrage, du Penisnase. Freunde, heute geht es endlich mal wieder richtig hart zur Sache, nämlich mit dem Motorrad. Und als Stargast, als Manager, habe ich dabei den Deko. Was geht? Deko! Muchachos, Nüsse kraulen und eine Flasche Ketchup bitte in euer Gesicht. Auf geht's mit einer richtig krassen Hakuchu-Map. 7% hat die, wenn ich das richtig gehört habe. Oh, war das 7 oder 17? 7. Und diese Map ist von Scheiße. Skirek. Der Rost. Ihr seht's hier schon, Muchachos, Skirek. Und Skirek wird uns richtig rasieren, vermutlich. Oh, ich hab noch nicht mal geschafft, auf den Hakuchu-Wobbel aufzufahren, quasi. Und ich hab am Anfang einen Punkt vergessen, oder was? Nee, hab ich nicht. Hab ich auch einen Punkt vergessen? Ich hatte gerade Schiss, dass ich. Aber nein, das wär's ja auch. Nee. Also, wie gesagt, alles dieser Typ gut, ist eigentlich bekannt für seine kranken Wobbles, aber der hat sich jetzt einfach mal versucht mit einer Hakuchu-Map. Und dieses Rennen werden wir jetzt zocken. Und jeder weiß, Deko liebt Hakuchu. Oder Motorrad, sagen wir lieber Motorrad. Ich liebe Barty. Ho, ho! Komm schon, Deko! Komm Alter, schon, Deko! Dieser schmale Nein, lol! Nicht so einfach! Ich bin an dem schmalen Warwright gerade, obwohl ich ganz normal dran war, einfach abgeflogen. Kurz bevor der ganz, ganz schmal wurde. Der wird ja irgendwann so schmal wie dein Reifen quasi. Und kurz davor bin ich einfach abgeflogen, obwohl ich ganz normal da gefahren bin. Hippelst du da auch so? Oh, ich hab's auch! Na unten, vor! Oh! Ja, ich tipple und ich habe auch... Ah, ich tipple wirklich die ganze Zeit tippeln. Alter. Sonst fährst du doch, glaube ich, unten raus. Digga, ich bin schon voll weit. Mama mia, Pizzeria. Immer eine Kackerhose machen. Bei was bist du? Ich bin schon fast komplett durch. Aussortierer. Nein! Baby. Aussortierer, Baby. Digga. Was kommt da alles noch? Digga. Baby. Komm, einfach nur durch, Baby, nur durch. Digga, wie Marv mich einfach nach einer Minute schon stehen lässt, Alter. Jetzt muss ich hier noch hoch. Ich muss hier noch irgendwie hoch. Digga, ich weiß gar nicht, wie ich tippel. Ich spiele so ein bisschen Klavier einfach gerade. Aber das geht auch. Bei mir ist nur das Problem gerade noch dieser... Ich hab ihn. Ah! Alter, ich hab die ganze Zeit WA die ganze Zeit so getippelt. Eieiei! So, wo ist dein Arsch? Mein Problem, ja, am Spawn. Okay. Mein Problem ist, der Wallride, der so schmal ist wie deine Reifen. Ja, da muss er auch echt tippeln. Aber, Deko, es wird gleich richtig schön weitergehen, nämlich mit einem Glide. Und du liebst Gliden. Ich weiß nicht, ich hab mich in Glides ein bisschen verbessert. Also, das letzte Mal zumindest, als ich. Da war. Ich schaffe es in die richtige Richtung zu gliden. Ah! Okay, aber es ist kein normaler Glide, es ist ein Toast Glide. Oh nein. Die Toast. Also. Du glidest und musst. Dann. Aber Alter, wie schmal muss denn der Toast sein für ein Motorrad? Ich sag mal so, es war ein First Try Glide. Hat das? Nein, habe ich nicht. Fall die ganze Zeit am Ende von diesem schmalen Wallride raus. Also an sich, Deko. Das rasiert mich so ein bisschen, hä? An sich stehe ich als eiskalt vor dem Ziel nach 3 Minuten. Digga, was? Aber hier ist noch was. Warte mal, hier ist noch so eine Rampe. Warte mal. Digga, nach 3 Minuten. Macht man da diesen Scheiß hier? Hä, ist das nicht. Das ist ein 7%, Digga. Du bist doch 3 Minuten durch, oder was? Digga, eiskalt! Pro Bosser, Digga! Digga, ich schaff das nicht, auf diesen scheiß schmalen Wort aufzufahren. Was ist denn falsch? Okay, also das hat er echt komisch geworden. Also man muss dazu sagen, Skirek macht normalerweise nur Wallrides. Das hat er wahrscheinlich immer so eben nebenbei zusammengebaut. Vielleicht will er jetzt auch Profi in Motorrädern werden, wer weiß. Oh! Heide Witz, Digga, ich bin immer zu tief, um da aufzufahren, Alter. So. Eine Runde drehen. Und jetzt ein bisschen mit den Reifen über der Mitte oder auf der Mitte oder. Ich bin. Hä? Do it! Bin ich die ganze Zeit blind oder was? Habe ich irgendwelche Xe in meinen Augen? Xe in deinem was? In meinen Augen.
Ich habe das Gefühl, ich gucke auf meine Reifen und die Reifen sind über der Mitte von dem Wallride hier und trotzdem falle ich immer hier unten. Digga, dass du das so schnell geschafft hast, Alter, das rasiert mich richtig weg. Also ich bin zum Glück nicht einmal abgefallen vom Wallride, weil ich die ganze Zeit in so einem Mittelspeed war. Kam mir sehr zugute. Oh! Digga, das sah gar nicht so scheiße aus. Digga, ich schaff's einfach nicht, diesen schmalen Wallride zu nehmen. Okay, nee, ich bin die ganze Zeit sehr, sehr langsam gefahren. Also, na, langsam nicht. Mittelspeed wieder. Irgendwie, das ist so... Das ist bei mir nicht drin. Ich habe nie großartig am PC Rennspiele gespielt, außer halt GTA. Oh. Aber das ist bei mir nicht drin, dass ich zwischendurch vom W runtergehe. Oh! Digga, keine Ahnung, wie es geschafft hast. Es war einfach so ein random Try. Oh. Aber wir haben so einen komischen Shit geschafft. Geh los, Deko! Make it through! Ja, 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 ja! Alter, Digga, smooth, Alter. Oh. Oh! Ja! Sehr schön! Oh. Digga, du bist aber auch schnell, Alter. So schnell war ich nicht unterwegs, sagen wir mal so. Aber du machst das. Ich war auf jeden Fall viel langsamer. Ja! Ja, wenn man langsamer ist, kann man auch tausendmal geiler lenken, Alter. Und? War trotzdem schnell. Weil ich jetzt mal oben aus, das ist glaube ich leichter. Oh, ja. Edward. Ja, ist doch oben, den oben, dann hast du's. Ja! First try! Schneid einfach alles raus. Easy. Nein! Oh, das komm, ist das, Alter, der Toast try. Ist ja richtig eng. Tschüss! Digga, den habe ich First Try hinbekommen. Alter, was? Ehrlich? Mhm. Da war auf jeden Fall ein Magic Moment. Oh! Digga, geht eigentlich, ne? Oh! Digga, eine Motorradbreite weiter links und ich wäre auch durch gewesen. Aber dann solche feinen Sachen noch, das kriege ich ja nicht mal beim Fahren hin, beim normalen. Oh! Oh! Digga, du hast mich... Da! Digga, dein Motorrad ist hier! Digga, wie hast du das geschafft, Mann? Ey... Digga, das ist eiskalt geschafft hier mit seinem Motorrad, könnte ich jetzt... Digga, aber genau, fahren. Wie, was, wie geht das? Wie kann mein Motorrad da durchkommen, aber ich nicht? Was, wie... Digga, was war das? Ich. Manchmal verstehe ich es nicht, Alter. Manchmal ist da so eine hektische. Eine so eine hektische Bewegung drin und dann bin ich überdreht. Obwohl ich gar nicht. Oh. Kann ich auch von unten gegen den Punkt ballern und krieg ihn dann? Wo ist denn der? Ist der direkt dahinter? Ich weiß gar nicht, wo der Punkt genau war. Der ist ziemlich direkt dahinter, ja. Oh, ey! Ey, es ist so knapp die ganze Zeit, Alter. Oh. Komm, du bist so kurz davor. Ah! 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 Oh, oh, meine heisere Stimme. Geil, geil. Alter Schwede. Ja, das ist jetzt der andere Shit. Los, mach das jetzt First Try, ist geil. Hipster Glide. Easy. Oh, ich schaff's immer so eine Sekunde drauf zu sein, dass er grindet, aber dann fällt er ab. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's richtig easy geschafft, Alter. Richtig smooth. Digga. Hier muss ich eine ganze Runde drehen, wieder zurückkommen, ne? Oh, ich hab's auch. Digga, wie? Digga, wie? Alter. Muchachos, Hipster Slide, mal eben gerade gelernt, so 2 Minuten, richtig easy. Kein Thema. Kein Thema, Muchachos. Und jetzt, Muchachos, sind wir hier unterwegs. Fly wie ein Mörder! Fly wie ein Mörder! Ich bin gestorben. Oh, bitte lass mich nicht verfehlen. Lass mich jetzt einfach... Nein. Nein! Nicht! Jetzt komm rein hier. Ich bin auf der Plattform gelandet, aber zu schnell und am Ziel vorbeigeflogen. Egal. Muchachos, ich hätte nicht gedacht, dass ich Hipster Slide schaffe. Ich hab ihn geschafft. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. 20 Minuten im Moment für die Map ist in Ordnung. Ich bin zufrieden, Muchachos. Ich bin zufrieden. Hakushu-Map weggerissen. Jetzt haben wir von Snynox die 15 Mini-Skill-Test-Losers. Und wenn ich von Mini rede, rede ich nicht von Dekos Unterhose und dem Inhalt, sondern von einer epischen GTA-Map. Hallo, Deko. Bonsoir, Muchachos.
dancest du gerade richtig ab. Geiler Track, Alter, geiler Track. Geil, ich liebe ihn. Geiler Track. In unserer GTA-Playlist, Kraken heißt der übrigens. Ich weiß nicht von wem. Rastet einfach aus, sucht alles. Guckt, hört euch jeden Track an, der Kraken heißt, um ihn zu finden. Ich habe irgendwas von Kleinen gehört. Marvin hat einen Kleinen in der Hose. Irgendwie sowas war da gerade. Ja? Bitte was? Hallo? 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 Ich verstehe Sie nicht. Hallo? Hallo, bitte was? Von Cartiso mit C. Von Cartiso mit C. Genau. Und also, Cartiso mit C hat einen kleinen Marvin, oder wie sieht das aus? Nein. Der hat das Krakenlied rausgehauen. Nein. Ach so. Ich dachte. Ganz genau. Okay, also. Wie gesagt, Hakuchi Map haben wir wirklich hart zerrissen. Man muss dazu sagen, die war jetzt nicht todesschwer. Also da sind die... Boah, doch, also die war jetzt, also... Schon allein der Hipster-Slide, so, den muss man ja auch erstmal können, ne? Natürlich, aber wenn du das mit Level Asian vergleichst, dann sind das schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, oh. Ja, aber also es war, ist halt immerhin auch eine 7% Skirek, ne? Also... Skirek! Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist jetzt, aber Muchachos, schaut euch gerne an, versucht mit euren Kumpel zu zocken. Ich sag mal, wenn ihr die schafft, dann habt ihr eigentlich schon, also da ist schon, dann kann man schon ganz ordentlich was spielen. Dann seid ihr schon richtig geile Hunde. Ordentlich weiteres Potenzial in GTA-Maps. Oh. Nein! Also, man kann auf jeden Fall sagen, die Russen können auf jeden Fall richtig kranke, harte Warrides. Und die Asiaten, die können das gleich einfach mit den Motorrädern. Komm schon, jetzt nicht schon wieder. Digga, wie fahr ich denn hier? Ein bisschen schneller muss ich fahren. Digga, wie fährt Marvin eigentlich da? Richtiger Lauf. Wie soll ich da jetzt reinkommen? Soll ich jetzt... Jetzt habe ich ein Problem. Soll ich jetzt erst einen komischen Wallride fahren oder soll ich jetzt den Punkt einsammeln, indem ich mich in die Röhre runterlasse? Chua. Mach es wie... Ach nee, au, da vorne habe ich gerade... Ah, okay, ich hab's... Jetzt habe ich es, Mutschaft, jetzt habe ich's. Egal! Oh, du musst mit Mittelspeed einfach dagegen fahren, ne? Ah. Mittelspeed? Ich glaube... Achso, nee, da oben ist erstmal der Punkt. Oh, upsie. Hey, ich dachte, du musst einfach in die Tube. Ich dachte, du musst in die Tube, deswegen. Achso, ja, nee, das, nee. Nee, Monsieur. Nee. Ach, da bist du. Hallo. Aber Deko fällt schon hier. Erster Vorreitversuch, ne? Easy. First try. Achso, hast du die leckere Zunge da nicht gesehen, oder was? Nee, am Anfang nicht. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesehen. Seien wir ehrlich. Alter! Wow, okay, das ist, Huiuiui. Andersrum! Von wem ist die Map? Von einem Map-Erbauer oder ist die von einem Muchacho? Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, aber die ist von einem Muchacho. Ist sie von einem Map-erbauenden Muchacho? Ja. Ja, okay. Mal unten fahren, sagst du? Okay, machen wir da. Fängt schon. Ah, nee, du kannst auch oben fahren, eigentlich. Das ist noch nicht das. Also hier ist noch nicht das Problem. Ich glaube, da hatte ich eine Bremse. Problem, gesehen. Also meiner Meinung nach kommt das Problem danach. Hör, lol, ich hätte es jetzt geschafft. Aber. Was hättest du geschafft? Ich glaube, man muss eigentlich nach oben fahren und dann. Ja, okay, ich respawne. Boah. Das wäre. Dann muss man jetzt unten drunter weiterfahren. Ich denke, dass man nur in der Kamera. Ich hasse diese Kamera, ne? Also erstmal. Man fällt runter und kann nicht nach oben gucken. Erstmal nach unten, dann hier nach oben ziehen, dann wieder nach unten. Ja, unten wieder. Oh. Und dann haben wir es, oder? Ja. Ja, aber ja, ich sagen, ja. Marvin, nicht schlecht. Dankeschön, Dankeschön. Digga, aber du hast ja zwischendurch ziemlich hart abgebremst. Das ist ehrlich, ich glaube, ich hätte so viel weniger bei den ganzen GTA-Maps, wenn ich häufiger mal einfach ein bisschen abbremsen würde. Ja, mach das einfach mal. Ich glaube, dann wärst du the best. The best of the best. Obwohl, du wärst nie besser als Pro-Bosser. Digga, easy. Los, make it true. Der Mini-Skill-Test, Pro-Bosser, ja? Pro-Bosser war der war Beta-Versuch zu Pro-Move Deco. Bitte. Bitte such dir einen coolen Namen aus, ja? Pro-Deco. Pro-Deco. Da fährt er hoch. Laser-Show. Ich weiß noch nicht, was ich machen will. AK. Wo muss ich jetzt hin? Was kommt hier? Oh nein, ich wollte nicht schießen. Nein. Steig aus, Deko. Steig aus, du Muschi. GG, Alter. Himmelsblau fährt unten. Er fährt richtig. Wer fährt nach oben und zieht nach unten und... Da okay. Ist er! Da ist er! Go. Noch eine Runde oben fahren. Und jetzt ein bisschen langsamer fahren. Nicht komplett langsam, Deko. Doch nicht komplett langsam.
Easy. Easy. Jetzt auch wieder. Das kann einfach. Es kann nur bei Deko dann 4 Tries brauchen, ne? Ich spring einmal zu schnell, dann sage ich, okay, ich muss nicht so schnell, ich fahre langsam. Dann bin ich aber zu langsam. Jetzt beim nächsten Mal versuche ich die Mitte zu treffen und bin wahrscheinlich wieder zu schnell. Es ist immer der Mittelspeed, immer. So, Muchachos, wie wenn ihr in der Wildnis ausgesetzt seid oder sowas, immer der Mittelstrahl. Wenn ihr trinken müsst, immer der Mittelstrahl. Ist so. Genau. Das hat man, ansonsten glaube ich, schon vergiftet damals bei einem Blümchen gelernt. Oder ihr könnt natürlich auch euch ein paar Ziegen suchen und euch ein paar Ziegenkräuterzäpfchen besorgen. Oh, die sind sehr, sehr gut. Brennnessel bevorzugt. Digga, natürlich. Was ist denn hier falsch, Alter? Brennnesseltee-Aufguss. In deinem Arschloch. Ich habe übrigens in meinem Leben noch nie Brennnesseltee getrunken. Nicht? Ich schon. Nee. Also ich frage mich auch, warum man Brennnesseltee trinken sollte, aber... Ist also, gesund. Weil, also lecker ist das ja, also ich, ist das, schmeckt das? Ist das, das so ein geschmacklichen Vorteil, dass man den trinkt, oder ist das nur so... Okay, Gegenfrage. Warum macht man Kaffee aus Affenscheiße? Gegenfrage, du Penisnase. Das stammt übrigens aus dem Bettel. Hatta! Finde, ich bin gerade, okay. Ich bin so abfeiern, so, ich guck jedes Video gerade, was von Cynic rauskommt. Das ist so cool. Aber, achso, es fällt wieder ein. Gegenfrage, du Penisnase. War von Bontegi, glaube ich. Das kann sogar gut sein, ja? Bisschen nach links springen, Deko. Ja, das ist... Ein wenig nach links. Das, Ich weiß nicht. Also ich bin gefühlt nicht nach links gesprungen, aber beim Hingucken sah es aus, hätte ich es doch schaffen können. Oh. Hätte vielleicht auch noch nicht respawnen sollen. Ich glaube, die Weite stimmt einfach nicht. Oh. Die Weite Nein. stimmt nicht? Nein! Ich habe den letzten Speed nämlich nicht mitgenommen. Das war muy scheiße. Muy Deko kacke. Schon. Kann ich hier durchfallen oder sind das feste... Okay. Durchfall? Du hast Durchfall? Okay, dann solltest du vielleicht wirklich mal einen Brennnesseltee trinken. Ich hab gerade... Hilft Brennnesseltee bei Durchfall? Bestimmt, ne? Ja, wie bestimmt? Ich brauche jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen. Hilf. Schweizer, ja. Du hättest jetzt sagen müssen, Schweizer Forscher haben herausgefunden. Ne, schwedische. Hm? Noch besser. Gibt's sogar noch schwedische Forscher? Oder was? Nee, es gibt keine Schweden. Sind das immer Schweizer Forscher? Skandinavische Forscher. Besser? Dann hast du direkt mehr Länder mit einbegriffen. Digga, er ist so ein Bastard. Wieso musst du rückwärts fahren? Hallo? Marvin, kennst du Avalanche? Nein, was ist diesen Avalanche? Hallo? Ich führe ihn vor. Oh. Hallo? Stoppschild? Hallo? Das ist Avalanche. Nein, warum? Und jetzt muss ich aussteigen. Lass mich! Nein! Gib mir dein Auto! Gib mir dein Auto! Nein! Ja! Und ich komm wieder nach oben! Digga, ich kann nicht! Nein! Du dreckige Ratte. Du bist einfach so eine richtig dreckige Ratte. Hä, und jetzt? Digga, muss man da... Wo bist du, Alter? Wo bist du? Nein! Ja! Nein! Wie ich ihn getrollt hab, Alter! Richtige. Von wem war die Lache? Von, nee, nicht von Goofy. Von ja, wem bitte? War die Lache? Erzähl, was wolltest du sagen? Nicht. Oh nein. Ich glaube, dein Schambein zieht sich zurück, Alter. Dein Schambein zieht sich zurück? Ja. Hast du überhaupt eins? Hast du keins? Weiß ich nicht, hab ich eins? Ey! Will er mich flexen? Ist das sein Ernst? Easy, Digga. Jetzt hier kommt noch kommt nämlich Proposer! Kann ich hier wieder was anfahren? Kommt da? Ich hab jetzt verkackt, ne? Please! Das ist sein Digga, Ernst! Hier. Boah, ich bin easy geschafft. Und jetzt? Boah, ich bin euch auch geschafft. Und jetzt? Kommt der Aussortierer und... Und... Oh! Aussortierer geschafft, Digga. Aber jetzt, mich verarschen, Alter. Aber jetzt wird's schwierig. Okay, ich warte. Ich bin Aussortierer, ich kam Aussortierer und er war einfach zu. Ich kam Aussortierer? Ey, ich kam. Ich kam an Aussortierer, Lan, und der war zu. Lan, ich kam Aussortierer.
Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert. Soll ich mal kurz schauen? Ich würde jetzt einfach richtig YOLO geradeaus da einfach fahren. Ich mach das jetzt. Ich hab Eier. Rekord-Eier. Komm schon. Komm schon. Belohne Dekos Eier. Dicke Eier werden belohnt, Alter. Putz. Da rein. Ja, in die Tube. Und. Boom. Punkt. Lando. Muchachos, waren zwei fett geile Maps. Danke für die Einsendung. Jetzt ein kleiner Daumen nach oben. Und wir sind morgen wieder dran. Einmal.